so hoch, die hast du kaum noch gesehen. Die sind bestimmt so 2000 Meter hoch gewesen. Ne? Also 4-5 Stück, nicht ja, alle, nicht alle, nicht jeder. Wie viel Meter Luftraum? Ach so, hier gibt es kein Problem. Hier, weil Flugzeuge, Nürnberger Flughafen, ja, die sind alle ganz hoch. Die sind da, was weiß ich, 7 oder 10.000 Meter hoch hier oben. Ne? Ja, ja. Manchmal kommt so ein kleines Motorflugzeug, kommt manchmal hier rüber. Ja, so, ja, ja. Von Gunzenhausen, von Gunzenhausen kommt er. Oder da von, da ist ja auch Irsingen, ja, genau, auch ein Flughafen. Ne? Mhm. Aber die haben ja Segelflugzeuge, Irsingen haben nur Segelflugzeuge. Aber Gunzenhausen, die haben ja Flugplatz, die haben ja Motorflugzeuge. Ja. Warst du schon da, Flugplatz in Gunzenhausen? Ja. Nein. Nein. Die haben auch so... Ich gehe, ja? Aber Kieschöb, heute war es Kieschöb, Amsterdam. Nur ein paar Fotos, unserem Flugplatz. Ach, geht ja heute noch hin zum Flugplatz, ja, nach Gunzenhausen hin, ja? Ja, ja. Ja, das ist schön, also schön. Da kannst du ja so fliegen. Da war einer, der hatte eine Firma, eine eigene Firma. Der hat ein Flugzeug gehabt für 9 Personen. Ne? Ja. Aber der ist jetzt in Pension, der ist da nicht mehr Chef vom Flugplatz. Und dann normalerweise hast du ein Flugzeug da für 4 Personen. Also Pilot. Ja. Und 1, 2, 3 Leute können noch mit rein. Ja, 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 ja. Und dann war ich mal mitgeflogen mit rein. Modells, wie heißt der? Ganz schwacher Motor und ganz viele Tragfläche. Ja, ja. Und mit einem alleine ich drin. Ne? Ja. Aber ganz laut. Und dann immer so. Ich fühle geflogen. Mein zweiter Vater, ja? Agrarflugmechaniker. Ach so, Agrarflugmechaniker. Ja, 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 ja. Also sprühen hier so. Ja, so, ja, ja, ja. So über den. Ich nur klein. Mhm. Ich kleine Kinder. Ja, ja. Nee. 5 Jahre alt, ich, ja? Flug. Mit 5 Jahren bist du schon geflogen? Ja, ja. Ja, super. Mittag. Antonov, An 2. Antonov, der russische. Ja, 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 russische. Ja. Mhm. Aber ich, Gleitschirmflug, schön ja, Flug. Das ist schön, ne? Ja. Keine Motor, keine Lärm. Ja, ja. Keine ja. Lärm und so, ne? Das ist super. Gut. Und Drachenflieger ist auch nicht so gut. Wenn du jetzt da hast du so einen mit Alurahmen, ne? Ja. Du landest da unten. Ja. Den kannst du ja nicht wieder hochtragen. Mhm. Mit dem Schirm, das geht. 15 Kilo. 15 Kilo auf dem Rücken, das geht. Kannst du wieder hoch, ne? Ja, ja. Kannst du wieder hochkommen, ne? Aber mit Drachenflieger ist schwer. Du musst ein Auto holen. Ah, aber ja. Praktik. Ja, ja. Gleitschirmflug ist gut, das ist keine Frage. Also er sagte gestern, ich war nicht hier, er sagt gestern, glaube ich, 8 Leute hier gewesen. Ne? 8 Leute hier geflogen. Ne? Zur gleichen Zeit.